Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich will zunächst eine Bemerkung Richtung Union machen. Ich finde ja vieles, was Sie heute vorgelegt haben, sehr vernünftig. Aber es ist offensichtlich so, dass man in der Opposition so unendlich schnell lernen kann. Denn ich erinnere mich noch sehr gut, in der letzten Legislaturperiode gab es ja ähnliche Verfahren vom Bundesverfassungsgericht, wo Sie gemeinsam mit der SPD das verteidigt haben. Und ich finde, diese Schlussfolgerungen sind richtig, aber es ist eben wirklich auch etwas arrogant zu sagen, naja, jetzt ist das so schlimm. Nein, es ist seit vielen Jahren höchst problematisch und erst wird Zeit, dass wir es verändern. Und im Übrigen, um das auch klar zu sagen, ich finde, ja, Zwischenrufe kenne ich und sie sind teilweise sehr unqualifiziert. Und trotzdem geht der Satz, halten Sie den Mund nicht. Jeder kann hier erzählen, was er will. Wir sind im deutschen Parlament, lieber Herr Merz, das ist so. Trotzdem muss man eins sagen, was wir in der letzten Woche gesehen haben, war unsere Demokratie unwürdig, meine Damen und Herren. Die Nonchalance, mit der hier umgegangen worden ist, auch von Regierungsmitgliedern, die geht eben nicht. Wir brauchen viel, viel mehr Nachdenklichkeit, auch im Ergebnis des jetzigen Verfahrens. Und wenn hier eben gesagt worden ist, ist ja völlig richtig, dass wir Verbesserungen wollten als Ampel. Die Realität ist eben eine andere. 3 von 4 Gesetzen mit Fristverkürzung, das kann doch nicht mehr normal sein. Und ich sage das mal für eine kleinere Fraktion, für die ist das dann so ziemlich unmöglich, all das wirklich zu durchdringen. Also da müssen Sie Veränderungen endlich selber in der Ampel durchsetzen. Und richtig ist auch, dass wir über die Geschäftsordnung reden. Da sind wir in jeder Hinsicht offen. Denn es bleibt doch dabei, wir Abgeordneten sind keine Komparsen. Die Bundesregierung hält sich nicht die Abgeordneten. Es wäre übrigens ganz gut, wenn wenigstens ein Minister bei dieser Debatte dabei wäre. Dass niemand dabei ist, das ist auch eine Missachtung des Parlaments, meine Damen und Herren. Und ich sage mal ganz klar, ich appelliere insbesondere an die Abgeordneten der Ampel. Bitte Selbstbewusstsein entwickeln gegenüber der Regierung. Das muss deutlicher werden. Wir sind das Parlament. Wir entscheiden und nicht die Bundesregierung, meine Damen und Herren. Ich will ganz klar sagen, diese ganzen Verfahren haben doch zu einem geführt, dass es unendlich viel Angst in der Bevölkerung gibt, dass Vertrauen zerstört worden ist, dass es eine Verunsicherung gibt. Das können wir doch alle nicht leugnen. Und das trifft dann nicht nur die Regierung. Das trifft uns alle. Und da müssen wir doch mindestens nachdenklich werden. Und deswegen auch ganz klar, dass jetzt, da sagt der Wirtschaftsminister, naja, ist doch kein Beinbruch. Donnerwetter, ich habe 2 Tage vorher noch gehört, wird durchgesetzt, muss durchgesetzt werden, sagt der Bundeskanzler, sagt der Generalsekretär der SPD. Und jetzt ist kein Beinbruch, na, können wir auch im September machen. Meine Damen und Herren, so geht das nicht. Wenigstens nach dem Urteil des Verfassungsgerichts müssen Sie Schlussfolgerungen ziehen, auch in Ihrer Kommunikation. Das ist das Mindeste. Eine Bemerkung noch zum Gebäudeenergiegesetz als solches. Also ehrlich gesagt, was Sie da zelebriert haben, mit dem ersten Entwurf, der dann zu lesen war in einer großen Zeitung, der völlig inakzeptabel war. Sie haben viel verändert. Streit ohne Ende und man muss auch sagen, Dilettantismus in der ersten Runde. Ich meine, die Idee, dass die kommunale Wärmeplanung irgendetwas damit zu tun haben könnte, auf die hätte man kommen können. Auf die hätte man wirklich kommen können. Und dann wird die Brechstange angesetzt. Und das ist doch das Problem. Und wir wissen heute nicht, eben höre ich die Folgen für die Mieterinnen und Mieter, die werden nicht da sein. Na, Donnerwetter, ich wusste das gar nicht. Das ist ja schön, das hier mal zu hören. Aber wenn Sie jetzt sagen, so wie das Gesetz ist, wird es verabschiedet. Ehrlich gesagt, das ist wieder eine Missachtung des Verfassungsgerichts. Es kann doch sein, dass aus der Opposition, sogar von uns, aus der Union, Vorschläge kommen, die sinnvoll sind. Sie haben doch selbst viel Kompetenz. Matthias Mirsch hat vielleicht noch eine Idee, wie es besser wird. Und das wäre doch nicht schlecht. Das ist doch nicht schlecht. Nicht das, friss oder stirb. Das ist das falsche Herangehen. Und wenn Sie hier immer noch das, was sozialer Ausgleich sein soll, ja, auch das weiß ich bis heute nicht. Das müssen wir mindestens wissen. Darüber muss gestritten werden. Ordentliche Verfahren im Ausschuss und ordentliche Verfahren hier. Das versuchen Sie wieder zu missachten und das geht nicht. Nehmen Sie das Verfassungsgericht ernst und gehen Sie darüber hinaus in Ihrer Nachdenklichkeit. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Martsch.